So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Part von Devil May Cry 1 und wir sind jetzt im Auftrag 4, der Schwarze Ritter. Ja, ich hoffe, man hört mich, denn ich habe das Mikrofon hier so ein bisschen komischer, denn ich nehme heute mal nicht von meinem PC auf, sondern bin jetzt mal stationär unterwegs und habe hier jetzt meinen Laptop dabei. Und der schauen wir jetzt mal, ob ich damit aufnehmen kann. Und wir drücken mal auf Auftrag beginnen. So. Ich erinnere mich, im letzten Part haben wir, glaube ich, die Spinne. Irgendeine Spinne haben wir erledigt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Geheimauftrag. Okay. Ich glaube, es hat mich geschafft. Ach doch, habe ich. Gut. Ein Fragment bekommen, dann heißt das eigentlich immer, dass wir einen Auftrag abgeschlossen haben. Super. Das wusste ich jetzt nicht, das konnte man jetzt nicht so ersehen, ob ich es geschafft habe. So, gehen wir mal hier rein. Ich habe lange nicht mehr Devil May Cry gespielt, das ist so schrecklich, wenn man ja, die ganze Zeit irgendwas anderes machen muss und nicht zum Zocken kommt. So. So. Okay. Also ich weiß, dass man irgendwie ich meine, hier mussten wir auf jeden Fall irgendwie mal müssen wir ein Buch holen. Ich weiß, aber wahrscheinlich müssen wir hier jetzt erstmal nicht hin. Ich komme mit der Steuerung schon wieder nicht klar. Ja, habe ich glaube ich schon die anderen Parts angesprochen gehabt. Das ist einfach eine Gewinnungssache. Da ich die anderen Teile danach, also den ersten habe ich relativ spät erst gespielt. Was zur... Wow. Okay. Wieso kriege ich denn jetzt schon wieder einen Geheimauftrag? Und verwenden Sie dabei keine Waffen. Ah. Wir dürfen die mal ein bisschen zermatschen. So.
waren genug auf jeden Fall. So. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir ziemlich viel Energie verloren haben. Naja, ich habe die ganze Zeit die X-Taste gedrückt, weil X-Taste ist eigentlich springen und hier ist es leider eine andere Taste. Hier ist es die Dreieck-Taste und für mich natürlich ein bisschen ungewöhnlich. So. Aber dafür haben wir jetzt Geheimaufträge gemacht. Ich wahrscheinlich sonst nie gemacht hätte. So. Nice. Bisschen Energie bekommen. Ja, ein wenig zu sagen momentan. Ein bisschen rumprügeln. Das läuft nämlich schon. Okay, du blockst die ganze Zeit, das nervt. So. Stylish! Tja, das kriegen auch nur die Styler hin. Ja. Ich meine, ich war hier richtig. Ich meine, ich müsste hier irgendwie... Also ich meine, es gibt einen Gang. Okay, ich bin jetzt nicht mehr live. Also die Agathe mal wieder. Wie mich verarschen, ich habe mich jetzt großartig nicht weiter bewegt. Ich meine, es gibt irgendwie hier einen Gang in die Kanalisation. So. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier die Kanalisation war oder ob ich hier schon mal war. Es kann sein, dass ich hier auch schon war. Im letzten Part eventuell. Wie gesagt, Leute, das ist so schwierig, sich hier wieder reinzugewöhnen. Also, das nächste Mal mache ich definitiv nicht einen Monat Pause damit. So. Ja gut, das ist aber auch sehr, sehr viel passiert. Dass ich euch wahrscheinlich in anderen Videos ausführlich erzählt habe. Und ja, genau. Hier war ich schon drin. Da waren ja ganz viele Gegner. Ja, scheiße. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist die... Das ist eine... Na? Ich weiß, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich weiß überhaupt, das gesamte Spiel kenne ich ja auswendig. Nur, bin ich sehr orientierungslos in dem Bereich. Dass ich relativ schnell vergesse, wo ich hin muss. Das kann passieren. Passiert mir auch. Jo. Gehen wir hier nochmal rein. Oder war das die Bibliothek? Nee, genau da, wo wir hin wollen. So, dann sprechen wir kurz hier an. Eine unglaubliche starke Macht, hält alles fern. Bevor ich dein Leben gegenübertrete, benötige ich ein Zeichen. Ja.
Wir haben ja den Stolz des Löwen hier extra gesammelt. Ja, habe ich doch irgendwie. Oder muss ich dich zerstören? Tatsache, ich muss ihn zerstören. Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, damit kann ich jetzt. Ja, wie gesagt, das Spiel habe ich schon. Ich sollte ein Spiel länger spielen. Ist wirklich notwendig. Ey. So, du bist über mir. Das gefällt mir nicht. So. Ich habe zwar keine Ahnung, wo du gestorben bist, aber es wird schon passen. Ach, Kinders. Ach, da. Da irgendwo bist du gestorben. Ja, toll. So. Dann gehen wir mal hoch. Wie gesagt, ich hoffe, man hört mich. Ich guck das gleich nach, ob man mich überhaupt gehört hat. Ja. Wie gesagt, das Mikrofon steht ein bisschen... Ja. Neben mir, aber man weiß ja nie, ob der Raum hier auch, ich bin ja jetzt in einem anderen Raum. Diesmal, man sagt ja, ich bin ja diesmal ein bisschen unterwegs. Auf Wanderschaft innerhalb meiner Wohnung. ja. Und das Schlimme ist, ich habe mein Zimmer jetzt hier dunkel gemacht. Habe ich sie trotzdem nicht mehr als ihr. Ja. Also ganz ehrlich, der erste Teil ist echt sehr, sehr düster gemacht. Also viele Stellen extrem dunkel. Also schön für die Leute, denen das hier gefällt, aber ich sehe hier echt so gut wie nix. So, dann gucken wir mal, was durch die Tür war. Ja. Ach. Kommt er jetzt schon? Dann sind wir sogar richtig. So. Also. Es kommt jetzt gleich ein richtig geiler Gegner. Mit der besten Musik, die das Spiel echt hat. So. Eine Frau, die einen melancholischen, schönen Gesichtsausdruck trägt. Hier ist eine Öffnung, in die man etwas hineinstellen kann. Okay, da müssen wir noch was reintun. Okay. Aber hier taucht der Gegner wieder hier nämlich auf. Ja, ich versuche natürlich nicht so viel zu spoilern, aber der Typ ist richtig geil. Schwer das zu schließen, mit dem diese Karte eigentlich schließen. Okay. Sagt ja ein bisschen rum. Bisschen keine Ahnung von dem haben, was ich mache. Das ist bei mir Standard. So. Kann er noch weiter runter, ne? Ja, genau. Gucken aber zuvor, was hier ist. Dieser Weg kann nur mit einer helfenden Seele beschritten werden. Okay, da müssen wir später hin. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal das Teil hier öffnen. Dann müssen wir uns gleich auf die Plattform stellen und die packt uns, glaube ich, gleich nach ganz oben. Ja. Und damit wir dann an einer hohen Stelle, wie das Teil ja gerade gesagt hat,
Das Teil ist an einer hohen Stelle und da ist es auch schon. So. Todesschwert. Das war ein Zufall. So. Da müssen wir nicht hin. Dann müssen wir jetzt wieder zurück zu unserem Raum. Ja, den hier. So, und bevor wir hier jetzt weitermachen, muss ich jetzt einen ganz blöden Cut machen, weil wir auf 15 Minuten schon sind. Und dann sage ich, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, haut raus und ciao!